So, jetzt wisst ihr auch, worum es geht. Also für die, die es immer noch nicht gecheckt haben, wir müssen diese 6 Ringe sammeln und damit das Gleifnir schmieden. Ja, also die 6 Ringe sammeln und aus denen wieder das Ding zusammenbasteln. So, jetzt klauen wir den Idioten, die hier unten sich einen rumlungern, mal eben schnell die ganzen Grillhamster. Weil so sehen die übrigens aus, was ihr da gerade gesehen habt. Also hier die. Das sind diese Grillhamster, die wir später auch dann machen können. Wenn sie schon hier so stehen, nehmen wir sonst die mal glatt mit, würde ich sagen. Jetzt habe ich gerade ein Riesenproblem, dass ich die jetzt schon gefunden habe. Denn diese Spastis kommen gerne mal nach oben, wenn sie unten nichts mehr haben, und kommen hier unten oben uns mal alles hier klauen. Deshalb müssten wir jetzt uns schleunigst beeilen. Ja, der Hauptklotz ist sogar schon in Mache. Und hier eine schöne Tür zuvor bauen, damit die Spastis nicht uns hier oben alles wegklauen, weil da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust zu. Und ja, okay, da bin ich jetzt gerade wieder vom Teamspeak geflogen. Also mein Internet hat auch gerade auch keinen Bock. Naja. Sorry dafür und jetzt würde ich erstmal sagen, lesen wir mal. Gut. Findet die 6 Ringe. Haben wir ja schon alles gelesen soweit, ne? Ja, irgendwo in der Unterwelt. So, befreie die Torwächter, das ist unser nächstes Quest. Also die Quests laufen noch nacheinander ab. Wobei es auch noch zusätzliche gibt. Befreie die Torwächterin. Als Fenris ausbrach, wurde das große Tor zur Unterwelt verschlossen. Leider müssen wir aber genau dadurch. Nur die Torwächterin kann das Tor für uns öffnen, aber wie der Clan der Pisa uns berichtet hat. Pisa, ja. Drogenabhängige Pisa. Ist sie von den Trollen entführt worden und wird nun in einer großen Trollburg gefangen gehalten. Wir müssen sie unbedingt finden und befreien. Wahrscheinlich liegt die Trollburg tiefer unter der Erde. Ja, das heißt, wir müssen die Tante befreien und das Tor öffnen. Und natürlich wahrscheinlich hier auch noch einen Ring holen. Naja, ich spoilere jetzt mal nicht, deshalb sage ich einfach wahrscheinlich. Okay, das verrät jetzt wahrscheinlich schon alles. Naja, vielleicht auch nicht. Jo. Was haben. Ah, da sind die Grillhamster. Hab ich mit der. Ah, ne, da ist der Typ. Gut, dann legen wir direkt hier an. Feuerplatz. Ja, komm, lauf, leg der Dinger weg. So, zack, 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 zack. Ja. Hauklotz wird gerade gemacht. Das ist ziemlich gut. Ich hoffe mal, sie sind noch nicht hier unterwegs und einen auf Arschloch zu machen und uns alles wegzuklauen. Ich mache es ja eigentlich auch. Das ist gerade der Witz an der Sache, aber die kommen hier nach oben, klauen wirklich Leitern, alles, was du herstellst, klauen sie, fressen deine Nahrung weg und tragen alles zu sich unten rein. Und das ist nicht so schön. Da kommen wir später auch nochmal zu. Seht ihr aber dann, wenn wir an der Stelle angelangt sind, dann versteht ihr auch, wieso mir das jetzt gerade so wichtig ist, weil. Natürlich, man könnte sagen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Wiggles. Ich könnte denen ja auch eben mal schnell die Fresse polieren. Und dann habe ich Ruhe von denen. Nur da gibt es so ein kleines Problemchen, was ihr dann später sehen werdet. Wenn ich nicht darauf komme, das Problem anzusprechen oder so, dann werdet ihr es garantiert sehen, wenn ihr euch dann daran erinnert. Naja, sehen wir später. Denn ich wollte ja nicht spoilern, deshalb lasse ich es jetzt auch. Und wenn ich spoilern soll oder weitermachen soll, wie ich es bis jetzt gemacht habe, irgendwie so, dann schreibt es rein. Aber ich denke mal, das ist auch nicht in eurem Interesse, dass ich, oh, da sind wir wieder im Teamspeak, dass ich alles vorspoiler, ist, denke ich mal, auch nicht in eurem Interesse. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Naja, wenn es anders ist, schreibt rein. Dann kann ich es auch ändern. Und immer so ein bisschen vorspoilern, falls ihr das möchtet, aber. So wie ich die meisten Let's Plays kenne, ist das ja nicht so der Punkt, dass das gewollt ist. Naja, graben wir weiter und bauen uns die Höhle und gehen mal nach hier. Hier glaube ich passt auch eine kleine. Ja, hier passt nämlich auch eine kleine Höhle rein. Das ist schon mal gut. Ja, Steine, gut, kannst du später mal nochmal. Hier haben wir ja auch unsere schönen Raupen. Damit kann man auch noch allerhand machen. Wie mit allem eigentlich hier. Werdet ihr sehen, werdet ihr sehen. So, jetzt haben wir auch den Hauklotz. Das Problem ist jetzt gerade, was ich hier gerade sehe, ist, dass wir die Scheißhöhle hier noch gar nicht fertig haben. Wo ich den Hauklotz eigentlich hinbauen möchte. Und deshalb nehme ich jetzt einfach mal die freien Wiggles hier und den anderen Idioten da hinten auch. Und sage ihm einfach mal, hier, beweg deinen Arsch dahin.
fang an, die dumme Höhle auszugraben. Na gut, drei reichen eigentlich. Fällen wir mal hier lieber die Pilze. Ja. Sind eine Dauerproduktion die Pilze? Das ist gut. Also die Grillpilze. Denn was hier rumliegt, man könnte sagen, das ist viel, aber das ist sehr schnell weg. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell die Wiggles da alles auffressen, ey. Das sind richtige Fressmaschinen. Das ist schon nicht schlecht, was die verputzen. Ich mache übrigens meistens auch Folgendes. Ich nehme mir die ganzen Tierchen und lege mir die hier oben hin und habe hier dann irgendwann die ganzen Tierchen rumlaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich später davon ein paar brauche. Seht ihr dann auch. Ich hatte keinen Bock, hab überall in jede scheiß Höhle zu gucken und die Viecher zu suchen. Und da ich das, was ich brauche von denen, erst später wirklich machen kann, und auch ein paar Grillhamster zum Beispiel herstelle oder sowas, kann ich die dann auch benötigen. Hier, Nahrung 4, dann können wir bald auch die Grillpilze machen. Die Grillhamster. Ja, komm. Du gehst mal da oben. Das bringt sowieso nicht viel so. Legst das ab und legst die Steinschleuderwaffen, lege ich nochmal unter diesen Pilz hier ungefähr. So, hier in die Nähe. Oder ne, ich leg sie hier. Ja, legen wir sie hier hin. So, und jetzt, so kann man das halt auch machen, wenn man jetzt mehrere Sachen hat, legt man ein Teil ab und legt das weiter ab und jetzt legt er halt in genau der Reihenfolge seine Sachen weg. Und wie in der Einführung auch gesehen habt, wenn die Holzkippe haben, kriegen die halt hier mehr Plätze auch zum Sachen reintun. Ja. Dann haben wir dann, ja genau, nehmen wir uns die Sachen hier einfach mal und schicken den Vogel mal nach oben. Das ist auch immer nett, wenn die Hämsterchen hier abhauen, also weglaufen, genau wie jetzt, dann läuft der Wiggle die ganze Zeit hinterher, bis er das Ding einfängt. Hat man jetzt eine Steinschleuder, kann man das Ding umschießen und sammelt ihn dann ein. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Ja, lauf weiter, komm, ist mir egal. Ich nehme die Raupe mit. Haben wir hier oben schon irgendwie so ein Hämsterchen? Ich glaube, ich vermute mal nicht. Ne, natürlich nicht. Später, wenn die oben mal rumlaufen, werde ich mit der Steinschleuder mal abschießen, damit ihr das mal sehen könnt. Falls ich das nicht machen sollte oder wie auch immer, erinnert mich dran und ich werde es machen. So wie es sich einrichten lässt. So, ihr schon mal da oben. Beziehungsweise, wenn ihr schon nach oben geht, dann kannst du hier ein Pilzchen mitnehmen. Und irgendeiner hat hier noch einen Klotz. So. Jetzt kann man natürlich sagen, man baut in der Mitte. Ich mache es jetzt meistens so, ich baue das Ding einfach ein Stückchen weiter links bzw. rechts. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für links. Keine Ahnung wieso, einfach so. Baue das Teil auch so weit wie möglich hinten, damit ich hier vorne Platz habe. Sieht dann vielleicht nicht ganz so schön aus, so proportional oder wie auch immer. Aber hier kann man jetzt zum Beispiel auch noch ein paar Sachen dahin legen oder andere Sachen hinbauen, die kleiner sind. Da gibt es ein paar wenige Sachen, die klein sind. Ansonsten wird das meist eigentlich größer. Ja. Wo ist der Herr mit... Da ist er. Denn normalerweise hätte ich das mit der Steinschleuder jetzt auch sagen können. Ich zeige euch das jetzt. Das Problem ist einfach, wie ihr jetzt gleich auch sehen werdet, die Viecher bleiben erstmal auf dem Boden liegen und machen erstmal gar nichts. Und erwachen dann sozusagen erst später, also erwachen dann sozusagen zum Leben, aber das erst später. Irgendwann stehen sie dann auf, so. Plupf. Ist vielleicht so gemeint, dass wenn man den Typen eine reinhaut mit der Steinschleuder, also den Hämsterchen, dass sie dann da so rumliegen. So könnte man das deuten. Weil wir sie ja nur eingefangen haben. Naja. Steinmetz. So, dann bauen wir uns den auch mal direkt. Das können wir noch nicht in Auftrag geben. Doch, das können wir auch in Auftrag geben. Also wird das jetzt sobald das verfügbar ist, können wir das bauen. So. Steinmetz, sicher kennen Sie die Geschichte von den drei kleinen, ah, der ist bald auch fertig, kleinen Hamster. Der erste Hamster baute sich ein Haus aus Stroh, der zweite Hamster ein Haus aus Pilzstämmen und der dritte schließlich ein Haus aus Stein. Stein ist nämlich ein super Baumaterial und das haben dann auch die Zwerge gemerkt und den Steinmetz erfunden. Was aus den drei kleinen Hamster geworden ist, na, schlagen Sie doch mal unter Grillhamster nach. Dann gucken wir unter Grillhamster gleich mal nach, aber den haben wir noch gar nicht erfunden, also machen wir das später. Mein Stein, dein Stein. Das ist der Grenzstein, den wir in der Einführung auch gebaut haben.
Im Leben geht es doch immer nur um weltlichen Besitz. Grund genug, dass Sie Ihre Besitzansprüche so schnell als möglich anmelden. Grenzsteine decken Ihre Umgebung weiträumig auf, sodass Sie durch geschickt platzierte Grenzsteine schon frühzeitig vor Gefahren gewarnt werden. Außerdem benutzen Zwerge nur diejenigen Ressourcen automatisch, die Sie auch sehen können. Nutzen Sie die Grenzsteine also geschickt. Dazu ist einfach zu sagen, was hier dunkel ist, wird nicht benutzt, da man es nicht sehen kann. Läuft jetzt ein Zwerg dahin, würden Sie es nehmen oder steht da halt ein Gebäude oder sonst was, würden Sie es auch nehmen. Ja, jetzt haben wir den Hauklotz. Jetzt ist natürlich das Problem, die Holze können wir erst bei Holz 8 sammeln. Das heißt, wir suchen uns einfach mal einen Zwerg, der schon was in Holz hat. Das gab es auch irgendwo, konnte man hier genau seine Zwerge angucken. Und zwar sehen wir jetzt Produktion. Dann sehen wir, wer am meisten Holz momentan hat. Das ist der Luis. Dann packen wir uns den auch direkt. Er hat gerade Freizeit, was mir gerade scheißegal ist. Deshalb verschiebe ich jetzt einfach ihn auf Arbeitszeit und hau mit ihm einfach ein paar Pilze um, damit ich dann 8 Holz habe, weil es ist mir gerade wichtig, unbedingt unten die scheiß Tür zu schließen. Zum Glück sind sie noch nicht gekommen, aber das kann sich immer ändern. Hier ist übrigens sehr schön, man kann gucken, wie sie gerade drauf sind, die Produktion nachgucken, also was sie gelernt haben, wie auch immer. Kampf, Inventory, also was sie drin haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Zwerg, ja, hier nehme und sage, er soll den Grillhams aufheben, sollte er eigentlich da. Okay, es geht nicht direkt. Man muss erst nochmal draufklicken. Aber so sieht man auf jeden Fall. Also es geht wirklich nicht direkt. Nochmal draufklicken, dann sieht man es. Aber auf jeden Fall sieht man dann, was er im Inventory hat. Das einfach mal dazu.